In Großbritannien eskalieren die Proteste nach dem schrecklichen Attentat in der vergangenen Woche in Southport. Keine weiteren Details zum Attentat, das doch überhaupt erst die Proteste entzündet hat. Ich meine, wäre das nicht wichtig, um zu verstehen, woher diese sogenannten Eskalationen überhaupt kommen? Nicht, dass es mich in irgendeiner Form wundert, aber ich wollte es schon mal für das Protokoll festgehalten haben, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Schleierverein sind. Der mutmaßliche Täter, ein 17-jähriger Brite, aber seine Eltern stammen aus Ruanda und deswegen versuchen in Großbritannien gerade rechte Gruppierungen für sich Gewinn daraus zu ziehen, liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei und behaupten auch, dass die Behörden lügen würden, was die Herkunft des jungen Mannes angeht. Beim Thema Lügen muss man eine Sache beachten, und zwar muss es nicht unbedingt immer eine Verkehrung der Wahrheit sein. Medien arbeiten und manipulieren durch Weglassen von relevanten Details, und genau für diesen Vorgang haben wir hier ein vorzügliches Beispiel. Und auch in Deutschland geht es gerade um die Lehren, die wir aus Southport ziehen können. Wie macht man es richtig? Nordrhein-Westfalens Innenminister Roll meint dazu, man soll bei Auskünften zu Straftaten stets die Nationalität von Tatverdächtigen angeben. Und dem hat sich jetzt auch FDP-Generalsekretär Gierserei angeschlossen. Ja, das war von der CDU nicht anders zu erwarten. Aber auch die Nationalität ist im Zweifel egal. Der Migrationshintergrund und damit die kulturelle Zugehörigkeit wäre viel relevanter. Aber dazu kommen wir noch. Ich begrüße jetzt am Telefon den Kriminologen Christian Pfeiffer, ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts. Ich habe gerade eben erwähnt, wie man nicht unbedingt schnurstracks lügen muss, um zu manipulieren, nämlich beispielsweise durch Weglassen relevanter Details. Hier wird jetzt in diesem Fall der Gesprächspartner als Kriminologe vorgestellt. Was dabei allerdings unterschlagen wird, ist, dass dieser Kriminologe Parteimitglied der SPD ist. Wäre das nicht eventuell auch relevant zu erwähnen? Wäre es, vom Staatsfunk sind wir aber anderes nicht gewohnt. Zwischenzeitlich gibt es eine ellenlange Liste von Mitgliedern der Altparteien, die ARD und ZDF ohne Kenntlichmachung als neutrale Kommentatoren herangezogen hat. Herr Pfeiffer, das ist keine neue Frage, aber was meinen Sie dazu? Sachbezug zur Tat oder begründetes öffentliches Interesse, Herkunft nennen, ja oder nein? Ich bin eher dagegen, denn kriminell wird man nicht, weil man aus einem bestimmten Land kommt. Die Staatsangehörigkeit hat keinerlei Bedeutung, wenn man alle Faktoren gleichzeitig kontrolliert, dafür, ob man Straftaten begeht oder nicht. Ja, es geht ja auch nicht um die Staatsangehörigkeit, sondern um die kulturelle Sozialisation, und dafür ist der Migrationshintergrund sehr wohl aussagekräftig. Jetzt müssen die Zuschauer ganz tapfer sein, denn jetzt kommt die übliche Relativierung und Ablenkung aller sozioökonomischer Faktoren, die 50. Das Letztere entsteht durch Gewalterfahrungen in der Kindheit, durch Armut, durch soziale Randlagen, durch Ausgegrenztwerden in der Gesellschaft, aber nicht durch die Staatsangehörigkeit. Nicht durch die Staatsangehörigkeit ist, wie gesagt, ein Strohmann. Das ist auch für unser einer außerhalb der Verhandlungsbasis nur von der anderen Seite. Denn du kannst den deutschen bzw. den britischen Pass haben und dennoch in einer komplett anderen Parallelwelt sozialisiert worden sein und auf die umgebende Gesellschaft herabblicken. Es geht um kulturelle Sozialisation, und die ist im Zweifel komplett unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Und um das nochmal näher zu beleuchten, möchte ich an der Stelle noch einen Faktencheck einschieben. Und diese Liste von Messerstechern, die auf Bewährung freikommen, die ist unendlich lang. Habt ihr da nicht sogar mal eine Anfrage gestellt von der AfD, was die Vornamen sind, weil ihr sagtet, dass... Also ich nicht, ich bin nicht bei der AfD. Nee. Achso, aber bist du nicht? Nein, achso. Ich bin kein Mitglied. Ah, okay, nein, ich dachte, du bist Mitglied. Nein, ich bin weder. Okay. Ich bin okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, da waren doch die ganzen, was waren die Namen, Stefan, bla bla bla, die waren alle deutsch. So, da wurde nachgefragt, was sind die Vornamen der Täter, weil man gesagt hat, ja, was in der, Statistik aufgefasst wird, da werden ja beispielsweise nicht die Ausländer, ja, nach eurer Definition, die... Aber am häufigsten. Also man muss es ja beziehungsweise die Ausländer, die einen deutschen Pass haben. Man müsste es im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil immer betrachten, ne? Also ja, pro Kopf. Ja. Und, aber warum waren denn die ganzen Vornamen deutsch? Vielleicht, weil man Mohammed auf 12 verschiedene Arten schreiben kann. Auch Stefan? Stefan kann man auf 2 verschiedene Arten schreiben. Achso, Mohammed kannst du auf 12 verschiedene Arten schreiben. Okay, okay. Könnte daran, Faktor sein. Daran, könnte Faktor. Nein, okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, hab's mir nicht anguckt, aber das war eine These. Ich würde es mir angucken. Mhm. Ich würde es mir angucken. Es würde halt so oder so würde es divergieren mit dem, was wir halt an PKS feststellen können. Ne? Ich habe das mittlerweile recherchiert, und es ist wohl so, dass sich diese Anfrage der AfD auf den passdeutschen Teil der Messeangreifer bezog.
Die AfD wollte somit wissen, wie viele Migranten und Migrantenkinder innerhalb der deutschen Messerstecher zuzüglich zu den Nichtdeutschen der migrantischen Fraktion zuzurechnen sind. Und bevor wir dazu kommen, lasst mich einmal kurz die Zahlen zu den nichtdeutschen Messerstechern präsentieren. 2022 waren es laut einem Bericht des Tagesspiegel 1194 Deutsche und 1234 Nichtdeutsche, die einen Messerangriff verübt haben. Im Verhältnis bedeutet das 49 Deutsche und 51% Nichtdeutsche in Deutschland. Mehr als die Hälfte aller Messerangreifer im Jahre 2022 in Deutschland hatte keinen deutschen Ausweis. Und noch was, Doppelstaatler, 200 an der Zahl, wurden hier noch zugunsten der Migrantenfraktion den deutschen Messerstechern zugerechnet. So, an dem Punkt würden Akteure wie Pfeiffer schon sagen, dass man hier gar nicht differenzieren soll, aber Leute, die an der Wahrheit interessiert sind und einen Wahrheitsanspruch haben, wollen genauer hinschauen und nicht noch mehr verschleiern. Also hat die AfD eine Anfrage isoliert auf die Gruppe der Messerstecher mit deutscher Staatsangehörigkeit veranlasst. Und selbst hier belegen Ali und Mohammed den dritten bzw. den vierten Platz und das, obwohl, und das hatte ich ja in der Debatte angebracht, man die Namen, die unterschiedlichen Schreibweisen muslimischer Namen zugunsten der Migrantenfraktion einzeln und differenziert gezählt hat. Also Mohammed beispielsweise kann man mit einem O oder U, mit einem oder zwei M, mit A oder E und oder mit einem T oder D am Ende schreiben. Und um dieses Beispiel zu Ende zu führen, hätte man diese Differenzierung nicht vorgenommen, dann würden Mohammeds im Jahre 2022 die Liste der Messerstecher mit mindestens 12-facher Vertretung anführen. Und zwar die Teilmengenliste der ohnehin unterrepräsentierten Deutschen, nicht die der Ausländer. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass christliche Afrikaner oder Balkaneuropäer oft auch einen christlichen Namen haben können, wie beispielsweise Patrick oder Christian, dann treibt es die Zahl der Abstammungsdeutschen unter den Messerstechern ums Weitere nach unten. Damit stehen deutsch-deutsche Messerstecher einer Mehrheit von mindestens 50, wenn nicht sogar bis zu 70% gegenüber. Messerangreifer in Deutschland haben bis zu einem Anteil von 50-70% Migrationshintergrund. Laut Akteuren wie Pfeiffer ist es ja alles klar, soll man alles nicht so genau differenzieren, nicht mehrheitlich Ausländer sind hier das Problem, sondern das Problem mit Messerstechern sind die Messerstecher. Am besten Messerstecher gleich verbieten oder Integrationskurse bei Ahmad Mansur auferlegen. Aber an dich, lieber Vincent, darf ich die Frage stellen. Bleibst du immer noch dabei, dass das Problem mit Messerstechereien in Deutschland nicht fundamental mit Ausländern konnotiert ist? Djezaray argumentiert ja, mit der Nennung der Nationalität könne man die Situation im Land und Defizite bei der Integration objektiver und rationaler betrachten. Ja, das ist die viel erwartete Opposition in dieser Debatte. Herbert Reul von der CDU und Djezaray von der FDP, die die Nennung der Nationalität fordern, um die Messerstecher besser integrieren zu können. Erstens sind wir als Gesellschaft wieder einmal schuld. Und zweitens, es gibt nichts zu integrieren, wenn du Menschen beibringen musst, nicht auf andere einzustechen. In Integration in Kursen geht es darum, wie man den Müll richtig trennt. Wenn du allerdings jemanden beibringen musst, dass Morden keine sonderlich soziale Angelegenheit ist, dann ist es kein Fall für den Integrationskurs, sondern ein Fall für das Abschiebeministerium. Aber auch hier nichts anderes zu erwarten vom Norddeutschen Staatsfunk. Deckt sich das nicht mit dem, was Sie gerade gesagt haben? Also man würde dann den Fokus noch mehr zuspitzen können? Nein, man provoziert, dass Feindschaften entstehen. England ist das typische Beispiel. Dort haben die Rechten einfach schlicht behauptet, der kommt aus einem muslimischen Land und die Behörden lügen. Allein die Tatsache, dass die Behörden überhaupt sich geäußert haben, aus welchem Land die Eltern kommen, war ein Fehler. Ja, darauf habe ich gewartet. Zu viel Information ist linken Soziologen à la Pfeiffer ein Dorn im Auge. Es sei denn, es war zufällig ein Rechter, der zugeschlagen hat, dann gilt es natürlich, jedes Detail und ausnahmslos alle Hintergründe aufzudecken. Linke bei rechten Straftätern so, Linke bei migrantischen Terroristen so. Das sieht man im englischen Beispiel, wie das missbraucht werden kann. Also ich warne davor, diese Fakten, die nun einmal bestehen, überzugewichten und ich denke, wir haben allen Anlass, ob bei der bewährten Praxis zu bleiben, dass die Polizei informiert über solche Einflussfaktoren, die relevant sind für Kriminalität und die, zu denen sie Ermittlungen durchgeführt haben, aber nicht zur Nationalität. Ja, noch einmal, die Nationalität ist im Zweifel meinetwegen nachrangig, aber relevant ist und bleibt die kulturelle Zugehörigkeit. Und wenn wir etwas aufklären wollen, dann sollten wir etwas genauer hinschauen, also reinzoomen und nicht noch weiter rauszoomen. Für diesen Vorgang kann man im Übrigen auch andere Phänomene als nur die Kriminalität heranziehen. Wo wir schon mal bei Großbritannien sind, ist es doch ein hervorragendes Beispiel. Bitteschön.
And I think a part of it was inbreeding. This is your own theory. No. Look at someone else. Muslims has a theory? And inbreeding, major problem. I've never heard this before. Especially with immigrants in Britain, like the Pakistanis in London, they'll have all kinds of serious inbreeding problems because that's an even smaller sample size you're dealing with. Huh. And every time I bring this up, people go, yeah, what about white people, hillbillies? They were inbreeding, or royalty, they were inbreeding. And I go, yeah. And it went real bad. It was a bad move. We learned the hard way. We saw Deliverance. Well, this is the first I've heard of it, but... Pull it up. I'm sure you're not lying. You find anything? Strap yourself in for this. 70% of all Pakistanis are inbred. And in Turkey, the amount is between 25 to 30%. More stillbirths among immigrants. A rough estimate reveals that close to half of everybody living in the Arab world is inbred. A large percentage of the parents that this is blowing my mind. Large percentage of the parents that are blood. Where's this coming from? What is this website? I blog posted it before I came here. PJ Media, but these are all the sources that went to this. This source is reproductivehealthjournal.com. This is a BBC investigation that went to it. So listen to the BBC investigation in Britain several years ago revealed that at least 55% of the Pakistani community in Britain was married to a first cousin. The Times of India affirmed that, in quotes, this is thought to be linked to the probability that a British Pakistani family is at least 13 times more likely than the general population to have children with the recessive genetic disorders. Holy shit. BBC's research also discovered that while British Pakistanis account for just 3.4% of all births in Britain, they accounted for 30% of all British children with recessive disorders and a higher rate of infant mortality. Ja, soll man das jetzt auch einfach unter den Teppich kehren, lieber Herr Pfeiffer? Wenn es signifikant die Behindertenraten unter den Neugeborenen in dieser Region in die Höhe treibt, dann hat das alles nichts mit Kultur und Herkunft zu tun, sondern nur mit mangelnden Bildungsmöglichkeiten. Es ist so grotesk und so weltfremd, dass ich mich wirklich frage, wie diese Leute sich so lange in Führungspositionen halten konnten. Na gut, jedes Volk bekommt die Führung, die es verdient. War jetzt tatsächlich nicht so schwer. Machen wir weiter. Wobei, es gibt ja eben die Statistik, es geht ja da um den Begriff der Ausländerkriminalität, den hat Djezaray auch nochmal geprägt. Gerade, Sie haben es angesprochen, sehen wir in Großbritannien, dass es fast schon egal ist, was Behörden dazu sagen. Der Mob tobt dort trotzdem. Also kann man es oder muss man es auch lassen? Besser lassen, weil man gar nicht erst Anlass bietet dazu, dass Missverständnisse oder bewusste Fehldeutungen in Umlauf geraten. Und wenn man es aber doch nochmal versucht mit dem Stichwort Transparenz, also wenn man es jetzt überall dazu sagt, bei allen Straftaten, Verkehrsunfällen, Steuerdelikten, einfach überall, ist das denn für die Behörden überhaupt leistbar, also bei jedem Verdächtigen auch sofort Nationalität dazu zu sagen? Es ist ein überflüssiger Aufwand, der dann getrieben werden müsste, der uns nicht wirklich weiterbringt, denn von Bedeutung ist das nicht. Ob man aus Österreich kommt oder aus Ruanda, spielt vielleicht später mal für die Frage eine Rolle, wo man sozial landet, weil die sozial Schwächeren bildungsmäßig nicht dieselben Chancen haben. Ja, warum sind die denn sozial schwächer? Warum sind die denn weniger gebildet? Sind darin jetzt auch die mangelnden Integrationskapazitäten der Inländer verantwortlich? Aber diese Themen, das sind die eigentlichen. Wie gestalten wir die Chancen von Menschen in Deutschland? Das spielt keine Rolle, aus welchem Land man kommt. Jetzt hören wir es ja auch gerade schon aus Großbritannien. Dort haben Menschen jetzt Angst, auf die Straße zu gehen. Es werden Kioske von mutmaßlich muslimischen Inhabern angegriffen. Wie wichtig ist es jetzt für die Akzeptanz von Zugewanderten, dass wir hier da jetzt auch eine gute Lösung finden in dieser Debatte, die aktuell wieder hochkommt? Gerade hier sollten wir extrem vorsichtig sein und nicht durch die überflüssige Information, aus welchem Land jemand gekommen ist oder seine Eltern gekommen sind, Öl ins Feuer gießen. Denn bei uns gibt es auch Rechtsextreme, die sich das zunutze machen und schlicht dann behaupten, die Behörden lügen. Die Behörden, unter anderem der Verein, mit dem Sie gerade im Gespräch sind, und zwar durch weglassen. Der Fall Maria Ladenburger, über den die Tagesschau explizit nicht berichtet hat, mit dem Verweis darauf, dass es nur regionale Relevanz hätte, ist nur ein prominentes Beispiel für den Vorgang aus Hunderten alleine aus den vergangenen paar Jahren. Ähnlich wie das in England läuft. Nein,
Die Zurückhaltung ist angemessen und kriminologisch richtig. Man wird durch die Zugehörigkeit zu einem Land oder die Herkunft nicht negativ geprägt im Leben. Entscheidend sind ganz andere Faktoren, die es ausmachen, ob man kriminell wird oder nicht. Und ich will dieses Zugeständnis machen. Ja, es gibt auch andere Faktoren als nur die Kultur, weshalb jemand kriminologisch auffällig ist. Aber Kultur ist eben auch ein Faktor und das ist der Kern der Debatte. Das haben Sie eingangs auch schon erwähnt. Meinen Sie denn aber, dass es jetzt zumindest den Anlass gibt, wir sprechen wieder darüber, dass man das quasi umlenken kann? Also gehen wir endlich mal an die echten Symptome? Ja, darüber wird auch zu Recht in der Politik diskutiert. Gibt es Bildungsbenachteiligungen für die sozial Schwächeren? Eindeutig ja, sagen alle Experten. Da müssen wir ansetzen, wenn wir Kriminalität bekämpfen wollen. Das würde mich jetzt mal etwas genauer interessieren. Welche Bildungsbenachteiligung hat man eigentlich in Deutschland? Man kann von Grundschule bis zum Doktortitel alles machen und werden und der Staat übernimmt die Bildungskosten. Welcher Deutsche hält Ausländer davon ab, die Schulbank zu drücken oder sich an einer Hochschule einzuschreiben und Vorlesungen beizuwohnen? Das ist ein billiger und vor allem absolut haltloser Versuch der Diskursverschiebung weg von messerstechenden, kulturfremden Kindermördern hin zu, ihr erratet es, unserer vermeintlichen gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Nicht bei dem vordergründig Spannenden, aus welchem Land jemand stammt. Sagt der Kriminologe Christian Pfeiffer, er ist ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts. Vielen Dank. Ich fasse zusammen, wenn es um migrantische Verbrechen geht, dann sollten wir nicht so genau hinschauen und so viele Hintergründe wie nur möglich verschleiern. Das sagt der linke Kriminologe Christian Pfeiffer ohne jegliche Herleitung oder doch zumindest einer argumentativen Untermauerung. Rückendeckung bekommt Pfeiffer ausgerechnet von Ferda Attermann, Antidiskriminierungsbeauftragte. Und zu deren Motiven lässt sich eins sagen. Sie verfolgen eine Agenda der Überfremdung Deutschlands und da möchte man so viel Verantwortung wie nur möglich auf die Gesellschaft abwälzen. Das sind linke Advokaten krimineller Migranten und Migrantenkinder. Natürlich wollen die, dass man die Nationalitäten und jeweiligen Hintergründe der Straftäter nicht differenziert. Zum einen, weil sie ganz genau wissen, dass Zuwanderer in dieser Hinsicht absolut überrepräsentiert sind und manche Delikte sogar in absoluten Zahlen dominieren. Und zum anderen, weil sie ein politisches Interesse daran haben, hier die Wahrheit zu verschleiern. Denn guess what? Gruppenvergewaltigende und messerstechende Zuwanderer sind nicht gerade das beste Aushängeschild für dieses Sozialexperiment hier mit ungewissem Ausgang. Dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln, das kann klappen, es wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Wenn es um migrantische Verbrechen geht, dann bloß nicht so genau hinschauen. Hingegen, wenn es um Straftaten durch angebliche Neonazis geht, dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr erinnert euch alle noch an den Fall des kleinen Josefs aus Sebnitz, der angeblich in einem Schwimmbad durch Rechtsextreme vergiftet und ertränkt worden sein soll. Eine Ungereimtheit nach der anderen, Zeugen, die bei der Presse was komplett anderes sagen, als bei ihrer polizeilichen Vernehmung oder ihre Aussagen komplett zurückziehen. Am Ende stellte sich heraus, dass der kleine Junge Herzleiden hatte und beim unbeaufsichtigten Schwimmen selbst ertrunken ist. Trotzdem kommt ein unabhängiges kriminologisches Gutachten dazu, dass sich die Geschichte mit den Neonazis genauso vor Ort zugetragen hat. Und wessen Forschungsinstitut war federführend dafür? Richtig, das von unserem Herrn Christian Pfeiffer. Ist zwar schon über 20 Jahre her, aber an der Ausrichtung der Agenda scheint sich bei unserem SPD-Mann Pfeiffer nicht sonderlich viel bewegt zu haben. Ich fasse zusammen, Sie müssen lügen und dazu erfinden, um irgendwie Ihre Agenda aufrechtzuerhalten. Und Sie müssen blickdichte Vorhänge vor die Realität ziehen, damit die Gegner Ihrer Agenda bloß nicht recht erhalten. Damit ihr schon mal Bescheid wisst, falls euch bei eurer Recherche noch einmal ein gewisser Christian Pfeiffer über den Weg laufen sollte. Er ist ein relativ von Migrantenkriminalität vor dem Herrn und das nicht etwa, weil er es nicht besser wüsste oder es nicht besser wissen könnte, sondern weil er eine deutschenfeindliche Agenda verfolgt und damit bestens in Kreisen der Altparteien und die des Öffentlich-Rechtlichen aufgehoben ist. Teilt gerne dieses Video und in diesem Sinne gerne bis zum nächsten Mal.